ein tierisches Willkommen hier aus dem Wildpark Schwarze Berge. Das Wetter ist absolut perfekt und was kann es da Schöneres geben, als in die freie Natur rauszugehen und diese nicht nur zu erleben, sondern zum Teil auch anzufassen. Und deswegen bin ich heute hier im Wildpark, denn im Wildpark gibt es auch eine Menge Neuigkeiten. Da ich mich hier kaum auskenne, treffe ich mich heute mit Jennifer. Jennifer, die, ja, kann man sagen, lebt hier quasi im Wildpark. Die kennt sich hier richtig gut aus und die kann mir mit Sicherheit auch erzählen, was es Neues gibt. Guten Morgen, Jennifer. Hallo, Helge. Dann erzähl uns doch mal, was habt ihr denn Neues hier im Wildpark? Na ja, dann zeige ich dir die mal. Komm einfach mal mit. Ja, klar. Ja, Helge, unsere Fee hat gerade ein Junges bekommen. Eure Fee? Ihr habt Feen im Wildpark? Ja, Fee ist unser Esel. Guck mal, Helge. Siehst du das schwarze Eselsfohlen da? Ja. Das ist die Mia. Sie ist am 24. Mai erst geboren. Dann ist die ja noch ganz jung. Wie lange ist denn so ein Esel eigentlich schwanger? Ach, Helge. Esel sind nicht schwanger, sondern trächtig. Und das sind sie circa 12 Monate. Also knapp einen Monat länger als Pferde, oder? Genau. Habt ihr noch mehr Neugeborene? Ja. Komm mal mit. Ja. Ich weiß noch nicht, wie alt bist du eigentlich, Jennifer? 10. 10? Und du weißt schon so viel über Tiere? Ja. Das finde ich großartig. Also das hier ist unser Streichelgehege. Hier haben wir auch jede Menge Nachwuchs. Die streuen hier irgendwo durch die Gegend. Und ja. Nee, du Kleine. Geht das Füttern nur im Sommer? Nein, das ganze Jahr über. Hallo, Mutter. Das Tolle hier im Wildpark ist, dass man diese Tiere also tatsächlich streicheln kann. Und wenn man nur schon mit diesen Futterschachteln raschelt, dann kommen sie aus allen Richtungen. Ich meine, kleine Heidschnucken, dann habt ihr also kleine Ziegenbabys, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Mhm. Das Eselbaby ist ja auch ganz süß. Ja. Also ihr habt echt viel Nachwuchs hier im Wildpark. Geht das so über das ganze Jahr, dass immer wieder... Ja, also... Nicht so wirklich. Also im Winter kommen eher weniger Jungtiere. Aber jetzt, so zu der Zeit, ist es eigentlich am meisten. Guck mal, da ist ein Wolf. Ja, hier ist unsere neue Dachs- und Fuchsanlage. Hier kann man Dachs und Rotfuchs sogar in ihren Höhlen beobachten. Cool. Das Haus hier ist wie eine unterirdische Höhle nachgebaut. Wow. Und durch die kleinen Fenster kann man die Tiere auch sehen, wenn sie in der Höhle sind. Füchse und Dachse sind beide sehr scheu und leben beide in Höhlen und sind nachtaktiv, hauptsächlich. Aber hier kann man sie sehen. Schau, der Fuchs. Ja, bei uns ist es eben anders. Bei uns kommen sie auch am Tag raus. Weißt du, was ich richtig toll finde? Was denn? Bei euch kommt man so richtig dicht ran an die Tiere. Großartig. Aber ihr habt doch nicht das ganze Jahr über Tierbabys, oder? Nö. Aber auch noch ganz tolle andere Dinge zu sehen. Zum Beispiel sich sonnende Schlangen, täglich Flugschauen oder Schaufütterungen. Oder badende Bären. Jennifer, das war jetzt richtig schön. Ja. Das war jetzt ein richtig schöner, langer Tag im Wildpark. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mir all diese spannenden Dinge zu zeigen, die ganzen Jungtiere und die anderen schönen Dinge hier, die es hier zu sehen gibt. Dankeschön. Bitte. Tja, und für euch jetzt noch ein kleines besonderes Bonbon. Im Sommer ist hier der Stellplatz für Wohnwagen und Wohnmobile geöffnet. Ihr könnt hier also echtes Wildpark-Camping machen
Und für die Familien unter euch, es gibt hier ab dem 18. Juni bis Ende August das Familien-Sommer-Special. Und das heißt der Eintritt für zwei Erwachsene und zwei Kinder inklusive einem Drei-Gänge-Menü. Natürlich für jeden von den Vieren für nur 59 Euro. Ihr seht also, es lohnt sich, die Natur hier zu erkunden. Und wer weiß, vielleicht seht ihr ja bei eurem nächsten Besuch auch irgendwo Jennifer, die hier durch den Wildpark läuft und wieder spannende Tiergeschichten anschaut.